Heidegger, tiefe Langeweile, das Warten auf Martin am Bahnhof Todtnauberg. Okay. Wir Objekte brauchen als Verlängerung unserer Selbst. Okay. Ja, das spielt eher da drüben gleich. Jetzt muss ich nur leider das Buch bauen. Also wir befinden uns im Schwarzwald in den 20er Jahren, aber irgendwie auch heute. Es ist eine Mischung. Die Zeiten morphen sich ineinander. Also, ich glaube 1929 und jetzt 2013. Im Schwarzwald, also in Süddeutschland, Bahnhofsszene. Okay. Der Martin ist. Er kommt ja im Zug, er hat ja schon vor 10 Minuten kommen sollen, Martin. Und ja. Ich weiß nicht, die reichen auch nicht mit meinem iPhone, mein Scheiß. Das neue 5er. Ja. Schon. Ah ja, genau, und es gibt auch noch einen Wald. Zu vergessen. Weil wir sind im Schwarzwald. Wer will Baum sein? Man braucht. Das ist jetzt wirklich sehr passiv, muss ich sagen. Also wirklich, da wird es jetzt auf den Punkt gebracht, so Statist. Ne? Ja. So. Was? Soll ich das anmachen? Also magst du? Magst du? Ich glaube, also beide nehmen. Was ist denn okay. Du bist magst. Okay. Also am Bahnhof, ne? Nix herum da, hey. Ah ja, und dann, da ist der Spar, oder? Der Spar hat schon zu, das Schild ist schwarz. Schon zugesperrt. Samstagnachmittag, ich warte immer auf Martin und wir wollten auch zu Karstadt fahren, einkaufen und, und der hat jetzt, wir erreichen aber gar kein Internet und wir haben das bei uns in der Schwarzwaldhütte, es funktioniert jetzt das Internet. Sind alles nur Fotografen herum. Willst du Autofahrerin sein und zum ja, Spar fahren und zurück? So immer so was zu hinrollen, wieder weg. Scheiße, Spar ist zu. Spart wieder. Ah, wieder zurück, wieder hin. Okay. Und das ist halt so, besser knien vielleicht, oder? Ja. Also cool. Ja. Ja, es ist nichts herum, so trostlose Einöde. Nur ab und zu fahrt Auto vorbei auf der Landstraße. Sonst nur Natur. Scheiß Natur und Bäume und ein paar Masten da, Telegrafenmasten. Oh. So schlecht Fotze lecken so allein. Ja, da, gut, das geht. Okay. Ah, wann kommen wir denn, hey? Ja, ruhig. Scheiß iPhone und fast keinen Strom, jetzt will ich nochmal anrufen. Ja. Ja, Herz, heute war Panikattacken. Ich glaube, ich habe Panikattacken, ja? Scheiße. Scheiß iPhone ist gleich lahm. Martin. Irgendwann muss er erkennen, nichts gibt mir da was. Und immer fährt das scheiß Auto vorbei mit diesem scheiß kaputten Ausdruck. Nichts, was soll ich machen mit den Bäumen? Was sind da, weil sie geben mir nichts. Da der Strauch. Ja, bitte hilf mir doch. Lass mich doch kurz mit anfangen mit dir. Darf ich dich
zu dein Holz verwenden, bitte eine Hütte bauen oder irgendwas. Lass mich. Warum alle Dinge lassen sich nicht benutzen, obwohl sie da sind? Das ist so scheiße, mir ist so fad. Also übrigens, es kommen Jugendliche vorbei und die, wisst ihr, scheiß auf Graffiti-Kunst. Okay. Also, scheiß auf Graffiti-Kunst, das ist alles so affektiert und eigentlich nicht ehrlich. Graffiti ist nicht ehrlich, weil da geht es immer um Style. Scheiß auf Style. Kloschmierereien und Schmierereien auf Bushaltestellen und so, das ist die Wahrheit. Da spielt sich das ab. Also deshalb bitte ich euch, könnt ihr hinten so macht Schmierereien, also Kloschmierereien, ja, dieser Bahnhof, macht Bahnhofschmierereien. Aber keine Hakenkreuze, ja? Scheiß, das iPhone ist da, Akku ist leer! Wurscht, ich warte jetzt einfach. Mir ist das scheißegal. Ball im Kasacken, scheiße, Pizza. Ich habe mein Herz beim Stehen. Und genau in dem Moment, wo wartend auf Martin die Panikattacke kriegt, wo ohnmächtig wird, hyperventiliert, fängt es zum Regnen an. Oh. Also eigentlich nicht so stark, es fängt mehr leicht zu regnen an. Und dann. Da wacht plötzlich und eigentlich sollte das Wagerl unter dem Regen rumstehen. Und dann entsteht eine Pfütze. Es entsteht eine Pfütze und dann beginnt auch so warmer Wind zu blasen. Also er liegt da so immer total verängstigt. Und so. Und dann das Wasser wird vom Wind so über seine Hand geblasen und plötzlich entsteht eine Pfütze genau bei seiner Hand und dann genau wie er aufwacht, oder er oder sie, ich weiß ja gar nicht, ob ich er oder sie bin, in dem Fall ist es wurscht, oder? Schaut nur mal der Finger raus. Also, ja, zur Auge. Wer bist du? Ja, ich bin dein Freund. Ah, okay, aber ich weiß nicht, wieso ist das so feucht? Na, ist egal, du brauchst keine Angst haben. Schau, ich bin immer bei dir. Aber du darfst nicht immer so deinem Blick vertrauen. Ich bin nicht immer da, wo du glaubst, dass du mich siehst oder so. Aber ich gehöre eigentlich zu dir, aber jetzt gerade nicht. Jetzt bin ich dein Freund. Ah, okay, ja, jetzt geht es wohl wirklich besser. Ah, okay, ja, wo ist er jetzt? Ah, okay. Ja, okay, dann. Okay, das hat mir jetzt erfrischt, der Regenguss irgendwie. Und dann wird jetzt alles gut. Und jetzt kommt Martin. Hallo Martin. Hallo, endlich, ich habe so lange gewartet auf dich. Ich warte schon so lang. Da gibt es einen Song von Dokotronik auch. Martin. So, Martin ist hier, wir gehen jetzt zu Karstadt einkaufen noch. Sperr gleich zu. Ciao. Nächste Performance, bitte.